Hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, es ist soweit. Ja, das muss ich leider wegklicken, das Video. Das hatte ich schon, da hatte ich schon leider Probleme beim letzten Let's Play. Da kann ich mich noch dran erinnern, bei Codemasters, die ganzen Videosequenzen. Willkommen bei ja, da gibt es nämlich dann Probleme. 2013. Dann wird das Video gesperrt, weil das Video geschützt ist. Also, diesmal ohne Video, aber recht herzlichen Willkommen hier bei F1 2013. Ich habe ja auch schon F1 2012 gespielt. Und ja, ich bin froh, dass das schön früh da ist. So, Autosave-Datei. Ja, ich habe auch noch gar nicht reingeguckt. So, speichern wir auf der Festplatte. So, Vorname. Ja, das ist die gleiche Chose wie beim letzten Mal auch. Also, was ich sagen wollte, ich bin ganz froh, dass es jetzt schon da ist. Ich wäre nämlich eigentlich am Mittwoch weggefahren. Da hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, am Wochenende zu spielen. Und ja, so haben wir es zum Glück dann doch noch rechtzeitig. Der Plan sieht nämlich so aus. Ihr wisst ja selber, wie das letztes Jahr lief mit F1 2012. Da haben wir es immer so gemacht, dass wir quasi drei Folgen in der Woche haben. Freitag das Training, Samstag das Qualifying und am Sonntag das Rennen. Und ganz am Anfang immer die Young Driver Challenge. Das werden wir diesmal auch machen. Heute ist ja Dienstag. Und heute, dann morgen und übermorgen werden nämlich jeweils dann immer eine Folge rauskommen. Wie immer bei F1 um 12 Uhr. Und dann ganz normal Freitag das Qualifying, das Training. Samstag Qualifying, Sonntag Rennen. So, nur mal kurz als Übersicht. So, dann werden wir hier natürlich dann auch nochmal, was hatten wir beim letzten Mal? Ich glaube, wir hatten einfach Vorname Lehrer und dann Nachname machen wir mal. Ja, sieht zwar total dämlich aus, aber was soll's. So, komm. Und Y, S noch. So, und wir werden uns natürlich auch gleich erstmal die ganzen Einstellungen angucken. So, aus Deutschland komme ich. Welche Art der Herausforderung suchst du in der Formel 1? Ich habe keine großen Erwartungen. Ich bin neu und muss mich erst einarbeiten. Ich glaube, dass ich ziemlich gut bin, aber ich rechne mit harter Konkurrenz. Ich stelle mich gerne einer Herausforderung und freue mich auf den Wettbewerb. Ich möchte mich mit dem Besten messen. Gute Frage. Ach komm. Ach, machen wir die Stufe 3 hier. So, ach guck mal, da können wir dann aussuchen. Aha. Gucken wir gerade mal, wieso können wir hier nicht die anderen aussuchen? Was ist da los? Okay, das ist bei allen so. Na gut. Weil wir hatten ja eigentlich unser F1 2012 Let's Play im Sauber beendet. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was wir hier nehmen. Ja, am sympathischsten ist mir eigentlich Red Bull. Ferrari nicht. Vodafone nicht. Tja, können wir hier wirklich schon den Rennstall aussuchen? Ach, guck mal, das ist jetzt nur für die Young Drivers. Ah, wunderbar, okay. Kannst du verschiedene Teams freischalten, anschließend willst du... Ah, hahaha, okay. Gut, dann werden wir, wenn wir Sauber nicht bekommen, werden wir auf jeden Fall eines der Teams nehmen, welches am nächsten dem Sauber kommt. Zum Beispiel der Jaguar. Die sind ja ziemlich nah dran. Oder wir werden einfach mal sehen, was wir denn noch so haben. Und ja, jetzt aber erstmal die Young Driver Tests. Da bin ich mal gespannt. Beim letzten Mal, da wurden dann halt so Sachen gezeigt, wie auch in der Demo, wie man Kurven am besten fährt und hier und da. So, jetzt sind wir aber erstmal in Yas Marina. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingskurse. Hallo und herzlich willkommen auf dem fantastischen Yas Marina Circuit hier in Abu Dhabi, wo der diesjährige Young Drivers Test stattfindet. In den nächsten beiden Tagen können wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Teams dabei beobachten, wie sie die nächste Generation potenzieller Formel-1-Fahrer einer Reihe von Tests unterziehen, um dabei hoffentlich den kommenden Superstar zu entdecken. Fragen Sie einen beliebigen Teamchef, ob Schnelligkeit die einzige Anforderung ist, und Sie werden sicher zu hören bekommen, dass Konstanz, Feedback und die richtige Einstellung genauso wichtig sind. Und wie aufs Stichwort wird unter der Kommentatorenkabine gerade der erste Motor angelassen. Ich gehe davon aus, dass wir bald ein Auto auf der Strecke sehen werden. Ja, schön. Also, ich habe ja lange nicht mehr gespielt. Eigentlich seitdem das Let's Play aufgehört hat,
habe ich nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mich da auch erstmal wieder so ein bisschen reinarbeiten. Ich bin ein Renningenieur und hier, um dich an diesem Wochenende zu unterstützen. Wenn du auf der Strecke bist, bleiben wir über Funk in Kontakt. Ich versorge dich mit Informationen, wenn du sie brauchst. Wie ja, ist aber lieb. Wie besprochen, erwarten wir nicht von Anfang an maximale Geschwindigkeit von dir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Folge einfach meinen Anweisungen. Ich checke kurz, ob die Jungs bereit sind. So, und nochmal zur Info, das ist jetzt noch nicht die Karriere. Das ist jetzt wirklich nur zum Warmwerden, diese Young Driver Tests. Wir richten den Funk ein, wenn du im Auto bist. Okay, dann schnallen wir dich fest. So, dann geht's mal rein ins Auto. Ganz schön eng hier drin, aber gut, sind wir ja gewohnt. So, schauen wir mal. Mal anschnallen hier, links, rechts. Lenkrad rein. Und dann kann's gleich losgehen. Okay, gehen wir mal die Grundzüge der Steuerung durch, damit wir sicher sind, dass die Jungs das Auto korrekt eingestellt haben und du dich wohlfühlst. Zunächst prüfen wir mal, ob das Gas und das Bremspedal richtig eingestellt sind. Ja, das wäre ja katastrophal, wenn sie das vertauschen würden. Also rechts tief und links tief. Perfekt. Jetzt kontrollieren wir den Lenkeinschlag. Dreh das Lenkrad von links nach rechts. Einmal und zweimal. Jetzt kommen die Gänge dran. Du kannst entweder manuell oder automatisch schalten. Die automatische Schaltung kannst du jederzeit übersteuern, indem du manuell hoch oder runter schaltest. Zieh an der rechten Wippe, um hochzuschalten, oder an der linken Wippe, um runterzuschalten. Alles sieht gut aus. Fahr auf die Strecke und absolvier ein paar Tests. Ja, dann machen wir das doch mal. So, dann kommt, lasst mich hier los. Okay, müssen wir erstmal mit dem hier reden. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Geradentest. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tests. Ich würde sagen, wir machen in dieser Folge 2 und in den anderen jeweils 3. So kommen wir dann auf 3 Folgen, bevor wir dann am Wochenende mit der Karriere starten. So, Geradentest. Erhalte eine Einführung in diverse zusätzliche Funktionen und absolviere anschließend einen Geschwindigkeitstest auf einer Geraden. Wir wollen hier auf geht's. Natürlich auch, wenn möglich, mit Gold abschließen. Wie gesagt, so ein absoluter Neuling bin ich hier jetzt auch nicht. Okay, bevor wir loslegen, solltest du wissen, dass du die Kameraperspektive ändern kannst, indem du die Option Kamera wechseln wählst. Sieh dir die verschiedenen Perspektiven an, bis du die richtige für dich gefunden hast. Ja, das geht mit rechts breit. Ja, zack, das machen wir natürlich. Die Kameraperspektive und die Fahrhilfen immer kannst die hier. Du jederzeit im Pausemenü ändern. Beim ersten Test sehen wir uns die Aerodynamik auf einer Geraden an. Beschleunige auf der Strecke auf mehr als 257 km/h und bremst dann so, dass du im vorgegebenen Bereich zum Stehen kommst. Der Motor ist auf die magere Mischung eingestellt. Du kannst also nicht die gesamte Power nutzen, aber auf diese Weise erhalten wir verlässliche Daten. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. So, 22 Sekunden ist das Ziel. 257 km/h. So, wo ist der rote Bereich? Ach, gut zu wissen. Ausgezeichnet. Wir konnten gute Daten sammeln. Und du hast ja genau zum richtigen Zeitpunkt gebremst. Bronzemedaille, das ist aber... Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie lang das überhaupt ist. Also ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall nochmal. 20 Sekunden, ja, das ist wahrscheinlich dann die Silberzeit. Ich schätze mal, 18 Sekunden brauchen wir dann. Sehen wir uns die Aerodynamik auf einer Geraden an. Beschleunige auf der Strecke auf mehr als 257 km/h und bremst dann so, hör auf zu sabbeln. Dass du im vorgegebenen Bereich zum Stehen kommst. Der Motor ist auf die magere Mischung eingestellt. Du kannst also nicht die gesamte Power nutzen, aber auf diese Weise erhalten wir verlässliche Daten. Ausgezeichnet. Goldmedaille, so wunderbar. Also, 19 Sekunden geknackt. Gut, dann geben wir uns damit dann auch zufrieden. Ach, guck mal, freigeschaltete Teams. Marusha, Caterham, Williams. Sauber, ah, guck mal, sauber haben wir auch schon dabei. Gut, dann machen wir mal den nächsten Test. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. So, Video zum 1x1
Einmal-Eins des Rennsports. Sieh dir das Video zum Einmal-Eins des Rennsports an und informiere dich über die drei Schlüsselelemente Wagenperformance, Gaspedal und Bremse, Ideallinie und Scheitelpunkt. Machen wir! Bei modernen Formel-1-Autos werden etwa 750 PS auf die Hinterräder übertragen. Das kann sehr heftig sein. Deswegen musst du behutsam und präzise Gas geben, damit du das Auto nicht aus der Balance bringst und dich drehst. Bei hoher Geschwindigkeit erzeugt die Aerodynamik viel Abtrieb, wodurch das Auto auf die Strecke gepresst wird. Um den Abtrieb ideal zu nutzen, solltest du das Bremspedal anfangs mit viel Kraft betätigen und bei der Einfahrt in Kurven Druck wegnehmen, da du dort weniger Grip hast und dadurch die Reifen stärker arbeiten lassen musst. Fahr eine Kurve möglichst weit außen an, bevor du den Scheitelpunkt schneidest, damit du die Kurve auf einer möglichst geraden Linie durchfährst. So kannst du schneller wieder aufs Gas gehen und das Auto am Kurvenausgang wieder auf Tempo bringen, indem du den Druck auf das Gaspedal am Kurvenausgang so lange vorsichtig erhöhst, bis du dir sicher bist, dass die Hinterräder nicht mehr durchdrehen. Ab diesem Punkt kannst du Vollgas geben. Ja. Bestanden. Ah, wunderbar. Auf Anhieb sogar. Bedingungen für Freischaltung, ja. Wenn wir uns mal angucken. Ah, guck mal hier. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Man braucht nämlich... Ah, guck mal. Man braucht für Marussia braucht man eine Bronze, ne? Und umso weiter man noch... Umso besser die Teams werden, desto mehr Medaillen braucht man. Wir brauchen für Sauber würden wir 6 Gold... 4 Silber brauchen, macht 54 Punkte. 3 haben wir jetzt, weil... Ah ne, kommt das hin? Weiß ich jetzt nicht, wie diese Punkte da am Ende berechnet werden. Auf jeden Fall brauchen wir 6 Goldene. Da es insgesamt 9 Goldene hier für Lotus zum Beispiel gibt, sollte das auch überhaupt kein Thema sein. Gut, ja, also nochmal zur Information. Wir machen das nämlich so, dass freitags... Training, samstags Qualifying, sonntags Rennen ist. Das ist jetzt hier so für die Neulinge, die jetzt im Let's Play dabei sind und letztes Jahr nicht dabei waren. Und wir werden, weil wir in den ersten beiden Saisons bei F1 2012 uns von dem Toro Rosso ins Sauber-Cockpit gefahren haben, werden wir in dem Sauber starten. Und ja, die Folgen kommen immer um 12 Uhr raus. Jede Woche, also auch wenn jetzt kein Formel-1-Wochenende ist, könnt ihr euch darauf verlassen, dass immer um 12 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag, eine Folge kommt. So, ja, denn wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben, dann gehe ich drauf ein. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir hier für das Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Wäre wirklich sehr nett. Und wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr. Mit dem zweiten Teil der Young Driver Challenge. Bis dann.